Ja, hallo zusammen, wir sind Impulsion Goes Culture. Und wir waren am Mittwoch in der Filmpremiere, Deutschlandpremiere von Weltpremiere haben wir es gesagt. Weltpremiere haben wir es gesagt. Von Die Goldfische. Films, nämlich diese Behinderten-WG heißt auch Die Goldfische und ist auch gleichzeitig das, was ich am meisten zu kritisieren habe. Menschen mit Behinderung sind keine Goldfische, die man irgendwie ins Aquarium steckt, die eigentlich nutzlos sind, die nur nett anzuschauen, wenn man sie gut füttert hin und wieder und so rumschwimmen lässt, allein unter ihresgleichen. Nein, Menschen mit Behinderung sollten zumindest in einem großen Teich mit anderen Karpfen und Forellen und anderem Getier schwimmen. Und das erste Positive ist natürlich Luisa Wöllisch. Luisa Wöllisch von der Freien Bühne München spielt mit. Hervorragend. Ich muss aber sagen, Tom Schilling ist a sweet guy. Der ist wirklich Eye Candy, würde ich sagen. Also das finde ich den zweiten echt positiven Punkt an dem Film. Tom Schilling und Luisa Wöllisch. Wir freuen uns auf Kommentare zu dem Film. Bis bald. Tschüss. Das wird alles total zusammengeschnitten auf 30 Sekunden.